Ja, guten Morgen. Wir waren letztes Mal so weit gekommen, dass wir gesehen haben, will man ein quadratisches Minimierungsproblem, insbesondere mit Ungleichungsnebenbedingungen, lösen, muss man ein oder kann man äquivalent ein Komplementaritätsproblem lösen. Und für das hatten wir uns jetzt schon etwas auf das Verfahren der aktiven Mengen, die aktive Mengenstrategie, aktive Mengenverfahren, ist alles das Gleiche, hinbewegt. Das möchte ich jetzt mal vollständig aufschreiben. Grundlage dieses Verfahrens ist also die Beobachtung, dass, wenn man die aktive Menge sozusagen richtig treffen würde, des Optimums, dass man dann das reduzierte Gleichungsproblem lösen könnte. Und daraus wird ein iteratives Verfahren, in dem man sozusagen eine Näherung für die aktive Menge sich wie auch immer verschafft, das reduzierte Gleichungssystem löst und dann feststellt, ob man im Optimum ist. Und das sind zwei Dinge nötig. Zum einen muss der vollständige Satz von Ungleichungsbedingungen erfüllt sein und zum anderen muss die Vorzeichenbedingung für den zugehörigen Lagrange-Multiplikator gelten. Wir gehen also mal, das Verfahren ist ein zulässiges Verfahren, das heißt, es produziert eine Folge von zulässigen Punkten, die alle also in der Einschränkungsmenge UAT liegen. Wir starten also mit so einem zulässigen Punkt, den muss man sich verschaffen. Das heißt natürlich insbesondere, dass es einen geben muss. Genauso geben wir uns sozusagen einen, in Anführungszeichen, Lagrange-Multiplikatoren-Vektor vor für die Gleichungsnebenbedingungen und analog für die Ungleichungsnebenbedingungen. Und wenn wir diese drei Größen gegeben haben, dann definiert dann das Maß der Erfülltheit der Ungleichungsnebenbedingungen unsere Menge der zulässigen, der aktiven Einschränkungen für dieses x0. Das heißt also, wir können insbesondere uns eine Menge a0, Teilmenge von ax0 wählen. Das ist unser Startversuch für das Auffinden der aktiven Menge für das letztendlich zu findende Optimum. Und das Verfahren besteht nun aus folgender Schleife. Wenn wir in einer Stelle sind, wo alle Bedingungen erfüllt sind, also erfüllen xk zusammen mit den Multiplikatoren yk und zk, ich sage es mal jetzt so, die KKT-Bedingungen, die Karusch-Kuntaka-Bedingungen, dann sind wir, das ist äquivalent dazu, dass wir im Optimum sind, dann bricht das Verfahren nach endlich vielen Schritten ab. Also es ist die eine Möglichkeit, nach endlich vielen Schritten im Optimum abzubrechen, die das Verfahren hat. Der Normalfall wird das nicht sein, sondern wir werden also jetzt versuchen, auf der Basis der Kenntnis des ZK und der zugehörigen approximativen Multiplikatoren und des AKs uns die nächste Iterierte zu verschaffen. Dazu setzen wir erstmal zur Notationsvereinfachung IK als die Menge der inaktiven Einschränkungen. Und jetzt lösen wir, diese Notation hatte ich letztes Mal eingeführt, das QBAK. Das ist also jetzt das eingeschränkte quadratische Minimierungsproblem, was nur noch die Gleichungsnebenbedingungen hat und von den Ungleichungsnebenbedingungen die aktiven in Form von Gleichungsnebenbedingungen. Äquivalent heißt, dass man löse ein lineares Gleichungssystem und bekommt dann zu einer Lösung, diese Lösung nennen wir mal die eindeutige Lösung davon, die also algorithmisch gut zugänglich ist, die nennen wir mal x quer k, das ist also noch nicht notwendigerweise die nächste Iterierte. Und dazu haben wir auch eben über den KKT-Weg Multiplikatoren ausgerechnet, y quer und z quer k. So, dieses xk ist jetzt der
der sozusagen der erste Kandidat für die Lösung. Das heißt, wir prüfen müssen diese beiden Dinge prüfen. Wir müssen prüfen, ob xk quer zulässig ist, sprich die vollen Satz von Ungleichungsnebenbedingungen erfüllt, also zulässig für QP. Alles an die Gleichungsnebenbedingungen sind ja sowieso erfüllt. Das war die eine Bedingung und wir müssen die Vorzeichenbedingung, Moment, jetzt habe ich was vergessen. Das muss hier oben hin. Jetzt setzen wir diese Multiplikatoren, die wir jetzt erhalten haben, die nutzen wir jetzt zum Teil aus. Wir setzen zik plus 1 für die nächste iterierte gleich zi quer k für die aktive Menge. Und zik plus 1 gleich 0 sonst. Und das y, das ist unkritisch, das yk plus 1, da kann ja sozusagen nicht schief gehen, was Vorzeichenbedingungen und Nullzahlen und solche Dinge betrifft. Dann nehmen wir einfach das, was wir gerade ausgerechnet haben. So, okay. Jetzt müssen wir zwei Dinge überprüfen, um zu schauen, ob wir im Ziel sind. Wir müssen die Zulässigkeit jetzt erstmal dieser Lösung überprüfen, wenn dem so ist. Und wenn zusätzlich jetzt die gerade definierte, der gerade definierte Multiplikatorenvektor das richtige Vorzeichen haben, dann sind wir natürlich fertig. Die Lösung ist dieses xk quer. Wenn man will, ist das sozusagen dann in dem Falle das neue xk plus 1, aber dann sind wir wiederum in der exakten Lösung. Jetzt verbleiben also noch zwei Fälle, oder ja, so kann man es formulieren, dass es, Moment, dass es zwei Fälle sind. Was wäre die eine Variante? Dieser Punkt ist zwar zulässig, aber die Vorzeichenbedingung hier gilt nicht. Das heißt also, es existiert ein J aus AK, der Gestalt, dass ZK plus 1 J, das J soll gewählt werden als das Minimum der ZJ und dieses Minimum soll 0 sein. Oder anders formuliert, wir sind in der Situation, wo diese Bedingung, größer 0. Wir sind hier in der Situation, wo diese Ungleichungsbeziehung nicht gilt, also gibt es einen Index, wo sie mit größer ist. Wir wählen von den möglichen Indizes denjenigen oder einen von denjenigen aus, wo wir den maximalen Wert bekommen. Dieser Index ist notwendigerweise in der aktiven Menge, denn außerhalb der aktiven Menge haben wir ja die ZI 0 gesetzt, die Z-Komponenten 0 gesetzt. Das heißt also, das ist sozusagen etwas, was uns zeigt, dass die aktive Menge nicht passt. Das heißt, und dann setzen wir einerseits die neue iterierte xk plus 1 gleich xk quer. Das ist auf jeden Fall ein zulässiger Punkt, denn das ist ja die Situation, in der wir hier sind. Und zum anderen setzen wir die neue aktive Menge AK plus 1 als AK ohne dieses J, denn dieser Index war ja sozusagen falsch zugeordnet. Jetzt gibt es noch den verbleibenden Fall. Ja, und dann, das ist alles in der Schleife, dann geht die Schleife eben wieder weiter. Dann gehe ich zu 1 oder wie auch immer. Also
Das ist so ein bisschen als Pseudokonnotation einer Schleife zu verstehen. Dann geht es eben hier in der Schleife weiter. Also es ist eine potenziell unendlich lange Schleife. Jetzt verbleibt also noch die Situation, dass sowohl der Punkt nicht zulässig ist, nochmal zur Verdeutlichung für QP ist da immer gemeint, dann können wir natürlich das x quer k nicht als nächste Iterierte nehmen, denn wir wollen ja einen zulässigen Punkt nehmen. Und dann, geometrisch gesprochen, gehen wir einfach auf der Strecke, die bei xk beginnt, nämlich einem zulässigen Punkt, so weit bis zum xk quer, bis wir eben die zulässige Menge verlassen. Also wir bewegen uns maximal auf dieses xk quer zu. Also das bedeutet Folgendes, wenn wir mal den Richtungsvektor als sk bezeichnen, also das wäre das x quer minus das x, und wir setzen Sigma k als das Maximum der Sigma größer gleich 0, sodass xk plus 1 plus s Sigma k zulässig ist für QP, dann setzen wir xk plus 1 als xk plus Sigma k sk. Muss hier ein bisschen vorsichtig sein, es ist nicht garantiert, dass das Sigma k größer gleich, dass das Sigma k echt größer 0 ist. Also es kann sein, dass wir auf der Stelle stehen bleiben. Aber wir, auf jeden Fall ist es eine zulässige Stelle. Gut, dann verändern wir die Menge, die zulässige Menge, indem wir jetzt einen Index L hinzunehmen. Wobei L zu den bisher nicht aktiven Einschränkungen gehört, der Gestalt, dass jetzt in dieser neuen Stelle diese Einschränkung aktiv ist. Okay, was kann man jetzt über dieses Verfahren sagen? Es ist nicht so schrecklich viel. Formulieren wir es mal. Wesentliche Voraussetzung, die aber keine Einschränkung ist, die Einschränkungsmenge C, also die Matrix C, die die Ungleichungsbedingungen definiert, die habe vollen Zeilenrang. Ist das richtig? Vollen Spaltenrang, oder? Jetzt bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir wollen voraussetzen, was keine Einschränkung ist, dass die Ungleichungen unabhängig voneinander sind, dass nicht eine als Linearkombination der anderen entsteht. Da müsste ich also voraussetzen, dass das C transponiert vollen Zeilenrang hat. Also eigentlich müsste jetzt hier voller Spaltenrang stehen. Ich mache mal Spaltenrang draus, vielleicht täusche ich mich auch. Hier habe ich was anderes notiert. Das hat die Gnade meiner Assistenten gefunden. Aber die können sich ja auch mal irren. Okay, werden wir gleich sehen, was da genau hinkommt. Was gilt dann für diesen Algorithmus? Nach diesem gerade definierten Algorithmus. Das erste ist, das ist noch relativ einfach, alle Punkte, die wir definieren, die sind zulässig, also zulässig für das Originalproblem, für QP.
Und der Wert wird zumindest nicht größer. Das heißt, fxk plus 1 ist kleiner gleich fxk. Also ein echter Abstieg ist nicht garantiert. Das ist dann der Fall, aber dieses Gleichbleiben kann nur in einer ganz speziellen Situation auftreten, nämlich wenn die Iterationsfolge konstant wird oder wenn sich Werte wiederholen. Es gilt nämlich weiterhin, ist xk plus 1 ungleich xk, dann wird echt abgestiegen. Dann gilt also fxk plus 1 echt kleiner fxk. Okay, das kann man vielleicht sofort erledigen. Diesen Teil 2. Wir haben es ja hier mit einem strikt konvexen Funktional zu tun. Das heißt also, immer dann, ja, und dann ist das hier mit der Bedingung zusammen eine unmittelbare Folgerung aus der strikten Konvexität. Das hat also jetzt mit dem Verfahren eigentlich nicht viel zu tun. Das heißt also, wir sehen jetzt schon ein bisschen, was passiert. Entweder wir brechen nach endlich vielen Schritten ab. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Verfahren zum Stehen, dass das Verfahren einige Zeit zum Stehen kommt. Das kann nicht auf Dauer sein, werden wir gleich sehen, oder dass das Verfahren hin und her springt zwischen Möglichkeiten. Das sagen jetzt die nächsten Punkte ein bisschen detaillierter. Es gilt nämlich nach jeweils spätestens n, n ist also die Dimension der Variablen, nach spätestens n Iterationen ist xk die Lösung, das ist jetzt so eine Art Hilfsaussage, die Lösung von QPAK. Also von diesem eingeschränkten, nur mit Gleichungsnebenbedingungen versehenen Minimierungsproblem. Und jetzt daraus als wesentliche Folgerung der Fall xk ungleich xk plus 1 kann nur endlich oft auftreten. Das hört sich jetzt besser an, als es tatsächlich ist. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass das Verfahren nach endlich vielen Schritten konvergiert, in dem Sinne, dass wir nach endlich vielen Schritten eine Lösung erreichen. Das wäre natürlich sehr gut. Es kann durchaus sein, dass das Verfahren zwar zum Stehen kommt, xk plus 1 gleich xk, was das x betrifft, dass wir aber auf der Ebene der aktiven Menge eben die exakte aktive Menge noch nicht erreicht haben und in so eine Art Wechselzyklus hineingeraten. Ein Punkt wird hinzugenommen, dann wird er wieder weggenommen, dann wird er wieder hinzugenommen. Das sind Situationen, die möglich sind und, sagen wir mal, einigermaßen brauchbare Implementierungen dieses Verfahrens fangen dann solche Situationen auf und haben dann Spezialstrategien, um solche Zyklen dann aufzubrechen. Das will ich jetzt nicht weiter groß ansprechen. Die weitere Folgerung ist, also, oder die letztendliche Folgerung ist, wird das Verfahren nicht in einer Lösung abgebrochen oder sagen wir lieber beendet, das hört sich vielleicht schöner an. Dann ist die x-Folge zum Stehen gekommen. Das heißt also, dann gilt xk gleich xl für ein L größer 0, für ein L aus N und für alle K größer gleich L. Aber wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass wir dann wirklich
im Optimum sind, sondern es heißt, könnte eben sein, dass wir so ein zyklisches Verhalten mit den zulässigen Mengen haben. Gut, die Zulässigkeit, gehen wir mal die Punkte jetzt durch. Die Zulässigkeit der XK, das ergibt sich per Konstruktion. Schauen wir uns mal die Fälle an, die es gibt. Es gibt diesen Fall hier. Das ist ja gerade die Situation, wo diese Hilfslösung zulässig ist. Das heißt, hier wird ein zulässiger Punkt gewählt. Und in der anderen Situation ist die Konstruktion auch gerade so, dass ein zulässiger Punkt gewählt wird. Also das ergibt sich sofort aus dem Verfahren. Jetzt gilt bezüglich dieses möglichen Abstiegs, gilt ja Folgendes. Per Definition löst ja dieses x quer k das modifizierte Minimierungsproblem, und außerdem ist die vorherige iterierte, die ist zulässig dafür. Weil eben gerade die Zusammenhänge sind ja gerade so, dass das AK Teilmenge der zulässigen Menge von AXK ist. Das heißt also, das, was wir hier sozusagen als Gleichung erzwingen, in diesem modifizierten Problem von den Ungleichungsbedingungen, das ist für die vorherige iterierte XK auch erfüllt. Da unser Funktional immer F ist, heißt das also insbesondere, dass f x quer k ist kleiner gleich dem f x k. So. Jetzt haben wir aber hier ein konvexes Funktional. Das heißt also, diese Beziehung, sagen wir es mal so, f von x ist kleiner gleich f von x k für alle x aus der Strecke zwischen xk und xk quer. Und wenn wir jetzt die Konstruktion anschauen, dann sehen wir, im ersten Fall wählen wir sowieso direkt das xk quer, und im zweiten Fall wählen wir eben, da müssen wir nur sicherstellen, dass das Sigma kleiner gleich 1 ist, oder echt kleiner als 1 ist sogar, denn für den Fall gleich 1 würden wir auf den unzulässigen Punkt xk quer treffen. Hier, das heißt, hier in dieser Konstruktion können wir schon mal festhalten, dass das Sigma auf jeden Fall kleiner als 1 ist. Das heißt, wir haben hier genauso wieder eine Konvexkombination. Das heißt also, in beiden Fällen folgt daraus eben f von xk plus 1 kleiner gleich f von xk. Und dass der Teil 2 ist dann, wie gesagt, eine Folgerung mittels der strikten Konvexität. Oder? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Habe ich jetzt das leicht einfacher dargestellt, als es ist? Was habe ich jetzt hier? Ich habe hier noch eine umfangreichere zusätzliche Argumentation, wo mir jetzt nicht mehr so ganz klar ist, warum ich die brauche. Solange Sie sich jetzt nicht beschweren, mit was den Beweis betrifft, lassen wir ihn einfach mal so stehen.
Und gehen mal zu Punkt 3 über. Ach so, ja, wir brauchen natürlich noch, ist ja noch mehr behauptet worden. Das habe ich jetzt hier, klar, es fehlt hier noch was in der Behauptung hier. Die Behauptung ist, dass wir möchten sozusagen diese Beziehung, mit der wir gestartet sind, die möchten wir beibehalten. Das heißt, es soll generell gelten. Und davon, das habe ich ja gerade eben jetzt gerade in der Argumentation auch benutzt. Es sollte, das muss man also auch im Beweis vorschieben, es sollte generell gelten, AK ist Teilmenge der aktiven Menge zu XK. Also diesen Teil müssen wir uns noch überlegen. Das machen wir mit Induktion. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Beziehung gilt für einen Index K. Für einen Index 0 gilt sie ja. Und zeigen, dass sie dann auch für den Index K plus 1 gilt. Sagen wir es mal so, AK Teilmenge A. XK durch vollständige Induktion. Also die Aussage gelte jetzt in der Form. Schauen wir uns mal A, die aktive Menge von X quer an. Da haben wir per Definition die Menge AK mitgenommen, die ist ja eingeflossen in die Gleichungsdefinitionen, aber es könnten natürlich noch weitere Ungleichungen, die nicht erzwungen worden sind, trotzdem gelten für das XK quer, für das X quer. Das heißt, wir können sagen, die aktive Menge dazu, die ist größer, die ist eine Obermenge von AK. Das heißt also, wir haben jetzt diese beiden Fälle durchzuspielen, die wir haben im Verfahren. Ist jetzt vielleicht hier ein bisschen, vielleicht das ein bisschen, heben wir das mal ab. Das heißt also bei 4, was ist da die Situation? Da ist also dann AK plus 1, das wird ja kleiner, ist Teilmenge von AK, damit Teilmenge von A x quer k und das wiederum ist ja dann in unserem Falle, in diesem Falle das xk plus 1. Das ist also der erste Fall. Der zweite Fall, der bei fünftens auftritt, wie ist da die Situation? Da behaupte ich erstmal, ak ist auch eine Teilmenge der aktiven Menge von, lassen wir erstmal hinschreiben, AK plus Sigma SK, sogar für alle Sigma aus 0,1, denn diese AKs, die sind sowohl aktiv für das XK als auch für das XK quer. Und dementsprechend, Gleichungen werden ja erhalten unter Konvexkombinationen, deswegen auch für alle Konvexkombinationen zwischen xk und xk quer, die hier stehen. Das ist ja nur eine andere Schreibweise dafür. Das heißt also, das gilt insbesondere dann für den einen Index, den Sigma k, was wir auswählen. Das heißt also, wir haben A, das heißt also insbesondere. Insbesondere, wie soll ich schreiben, xk plus 1, das ist ja aus dieser Menge der Punkte, die da oben stehen. Und zum anderen, jetzt kommt ja aber noch was zu dem ak dazu. Ich schreibe es mal so, das hinzugefügte L, ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit meine, das ak plus 1 besteht ja aus dem ak und einem hinzugefügten Index. Das hinzugefügte L, das ist gerade so gemacht, dass es zu AXK plus 1 gehört. Das heißt also, auch in der Situation, also das gesamte neue AK plus 1 ist Teilmenge von AXK plus 1. Und damit haben wir den Induktionsschritt vollzogen.
So, was ist der nächste Punkt? Diese Aussage, dass wir nach jeweils N Schritten auf eine Lösung dieses Hilfsproblems treten. Das heißt also, nach jeweils N Schritten müssen wir in der Situation, also wir sind natürlich in dieser Situation, sind wir, wenn der Fall 4 vorliegt, dann ist das xk plus 1 per Definition eben die Lösung des Hilfsproblems. Das heißt also, wir können jetzt hier so argumentieren. In dem Fall, wo das nicht unmittelbar der Fall ist, also in dem Falle, wo also das xk quer nicht zulässig ist, was machen wir dann? Dann addieren wir eine weitere Einschränkung. Da wir, jetzt kommt diese Voraussetzung ins Spiel, da wir die lineare Unabhängigkeit der Zeilen von C transponiert vorausgesetzt haben, heißt das also, wir addieren eine weitere linear unabhängige Nebenbedingung, die dann aktiv wird per Definition. Nebenbedingung kürze ich jetzt mal so ab, aktiv. Nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt sozusagen in diesem Fall hängen. Das heißt, in jedem Schritt kommt eine weitere von den vorherigen linear oder zu den vorherigen linear unabhängigen Nebenbedingungen hinzu. Das heißt, in jedem Schritt setzen wir die Dimension unserer Einschränkungsmenge um 1 herunter. Das kann natürlich nicht beliebig lang gut gehen. Nach maximal n Schritten, n gleich Dimension, haben wir also unseren Einschränkungspulli jeder auf eine einpunktige Menge reduziert. Sagen wir mal, solchen Schritten. Dann ist die zulässige Menge des Hilfsproblems, also von QPAK, ich lasse jetzt mal den Index K immer bei, reduziert, auf ein Element reduziert. Und das eine Element kennen wir ja. Das eine Element ist eben die alte iterierte XK. Das heißt, spätestens in dem Falle ist dann natürlich das x quer k gleich dem xk, damit zulässig, damit xk plus 1. Also damit haben wir genau das gezeigt, nach spätesten n Schritten sind wir sozusagen aus diesem Fall 4, Entschuldigung, aus dem Fall 5 wieder herausgekommen in den Fall 4. Gut, das war es als Vorbereitung gedacht für viertens. Der Fall, dass die Elemente, die aufeinanderfolgenden Elemente verschieden sind, der kann nur endlich oft auftreten. Wäre das nicht der Fall, dann könnten wir eine paarweise verschiedene Teilmenge aus der erzeugten Menge auswählen. Nicht Teilmenge, Teilfolge natürlich. Teilfolge, sagen wir mal, XKI auswählen. Und zwar noch mit der Zusatzbedingung, denn wir wissen ja, dass spätestens nach n Schritten wir wieder diese Zusatzsituation haben, können wir das auch in die Teilfolge inkorporieren und sagen, also die Teilfolge soll zusätzlich noch die Eigenschaft haben, dass die Elemente,
dieses Hilfsproblem, jetzt bin ich das Opfer meiner Notation, jetzt habe ich einen, oh Gott, einen Dreifachindex. Na gut, werden wir überleben, dass es dieses Hilfsproblem löst. Und zusätzlich, weil sie ja paarweise verschieden sind, das ist das, was wir bei 2 festgestellt haben, ist dann notwendig, haben wir sozusagen immer echten Abstieg. Kann das sein? Ups. Was haben wir denn jetzt? Das heißt also, all diese unendlich vielen Probleme, die hier sozusagen aufgesucht werden, die müssen voneinander verschieden sein. Denn die haben ja verschiedene Funktionalwerte. Aber es gibt überhaupt nur endlich viele solcher Probleme AK, denn die entstehen ja dadurch, dass man ein Element aus der endlichen Potenzmenge von 1 bis M2, also der Indizes der Ungleichungsnebenbedingungen, auswählt. Und damit haben wir jetzt hier einen Widerspruch erreicht. Das heißt also, unendlich viele solche Probleme QPA, schreibe ich mal, existieren. Und das ist also ein Widerspruch. So, und 5. In der Form, wie es jetzt steht, ist einfach sofort aus 4. Wie gesagt, das kann man jetzt noch ein bisschen aufdröseln, so wie ich es berichtet habe, aber ich habe dann aufgegeben, das ein bisschen genauer aufzuschreiben, weil uns das zu viel Zeit weggenommen hätte. Ich möchte jetzt nämlich unsere letzte Stunde nutzen, einen scheinbar völlig anderen Zugang noch zu Komplementaritätsproblemen zu besprechen, wo sich dann erstaunlicherweise ergibt, dass diese beiden Zugänge sehr dicht beieinander liegen, aber diese zweite Variante, die ich gleich ansprechen werde, um Wesentliches effizienter wird als diese, sagen wir mal, Basisvariante der aktiven Mengenstrategie. Und damit befinden wir uns auch, und das ist ja vielleicht auch ganz nett, sozusagen nach all unserem Weg durch die Mathematikhistorie, so ungefähr bei Ergebnissen, so die so in der Größenordnung von 5 Jahren alt sind. Okay, wir starten mal, dieses Unterstichwort heißt halbglattes Newton-Verfahren. Auf gut Englisch, Semi-Smooth Newton's Method. Und die Basis dafür ist das folgende. Wir betrachten mal folgendes Komplementaritätsproblem. Im Rn. Das ist jetzt erstmal von der Notation losgelöst, von den KKT-Bedingungen, aber eben direkt auf die KKT-Bedingungen anwendbar. Ist ein kleines bisschen allgemeiner. Wir suchen einen Vektor x aus dem Rn mit den Bedingungen. Er soll eine Vorzeichenbedingung erfüllen. Er soll gewisse Ungleichungen erfüllen. Die dürfen auch nicht linear sein. Wir sind also hier nicht auf lineare Probleme angewiesen. Und die Komplementaritätsbedingung, die sieht dann so aus, xi, fi, x soll gleich 0 sein für alle i von 1 bis n. Wobei das f eben eine Abbildung, wir werden es dann später als differenzierbar voraussetzen, von rn nach rn ist. Und das ist ja etwas, was wir gestern diskutiert haben, dass ich unter diesen, man kann es jetzt hier auch nochmal diskutieren, es ist egal, ob man nun sagt, unter diesen beiden Voraussetzungen ist diese Bedingung auch äquivalent mit der Bedingung x transponiert f von x gleich 0. In dieser Form haben wir ursprünglich die KKT-Bedingung geschrieben, haben wir gesagt, wegen dieser Vorzeichenbedingungen können wir das auch
komponentenweise so schreiben. Also das ist egal, wie man da hin und her geht. Und das ist aber jetzt die Formulierung, auf die wir aufsetzen. Also in unserem Falle würde das halt so sein, dass x würde in unserem Falle sozusagen dem Ungleichungs-Lagrange-Multiplikator entsprechen, dem z, oder dem minus z genauer gesagt, weil wir ja hier ein größer gleich und kein kleiner gleich haben. Und das f würden wir dann dadurch bekommen, dass wir zu diesem Lagrange-Multiplikator das restringierte Gleichungssystem lösen, dadurch, dass in der anderen Notation das x und das y bekommen und in diesem x und y ausgedrückt würden wir dann hier hätten wir das f. Das f wird sozusagen über das, steht nicht mehr vollständig da, das Problem, oder dann schreibe ich es nochmal an, wie jetzt die Anwendung auf die obige Situation wäre, also sagen wir mal Anwendung auf KKT. Auf KKT für QP. Das Schöne an der Optimierung ist, dass man sich immer so tolle Abkürzungen ausdenken kann. Was wäre das? Also das ist jetzt, das x würde dem minus z entsprechen. Das ist also die Notation QP. Also wir haben jetzt ein bisschen einen Operator-Overload, der hoffentlich nicht zu Konflikten führt. Unser f von x wäre also jetzt in dem Falle das c transponiert, ich nenne es jetzt mal x Dach, um da nicht in Konflikt zu geraten, minus e. Und das x Dach zusammen mit dem Lagrange-Multiplikator y, das wären in unserem Falle, die würden wir erhalten als Lösung von, ja, jetzt schreiben wir das Ganze nochmal hin, ax Dach plus by Dach gleich b, und das ist jetzt rübergewandert, cx. Das ist der eine Anteil des Gleichungssystems und der andere Anteil des b, einfach die Gleichungseinschränkung gleich d. Die Lösbarkeit von dem System haben wir diskutiert. Gegeben ein x können wir das lösen. Damit definieren wir einen affin-linearen Operator, also Matrix plus Konstante. Das setzen wir dann hier ein. Das heißt, unser f ist wiederum insgesamt affin-linear in dem Fall. Das Verfahren funktioniert aber durchaus auch im nicht-linearen Fall, was wir jetzt nicht haben. Das heißt also, wir könnten auch in die Richtung denken, das anzuwenden, wenn wir wirklich ganz allgemeine Optimierungsverfahren haben, wo wir halt nicht mehr quadratisches Zielfunktional haben, das heißt also ax minus b drin zu stehen haben, sondern einfach Gradient f von x da zu stehen haben und damit was wirklich nicht-lineares reinbekommen. Und dann wird es erstmal wirklich, begeisternd, was jetzt gleich sich herausstellen wird. Denn wenn man im allgemeinen Fall, ist man eh schon bei einem nicht-linearen System, was die KKT-Bedingungen betrifft. Und wir werden jetzt sehen, und das ist alles andere selbstverständlich, dass sich diese Komplementaritätssituation, wie wir sie jetzt hier haben, einfach wiederum als eine Gleichungssituation schreiben lässt, also eine nichtlineare Gleichungssituation. Und zwar in folgender Weise. Dazu gehen wir mal davon aus, dass wir uns spezielle Funktionen anschauen, Funktionen phi vom R2 nach R. Die nennt man Komplementaritätsfunktionen, CP-Funktionen. Und die soll die folgende Bedingung haben. Was ist die Definition? Die soll die folgende Bedingung haben. Es soll gelten, die Funktion verschwindet genau dann, wenn folgende drei Bedingungen gelten, a größer gleich 0, b größer gleich 0, also sie darf nur im ersten Quadranten verschwinden und sie darf nur auf den Kanten des ersten Quadranten verschwinden. Also es muss zusätzlich gelten, a mal b gleich 0. Frage, gibt es solche Funktionen? Fällt Ihnen einer ein auf die Schnelle?
Sie eine? A mal B, überprüfen wir das mal. A mal B ist, ja, das ist nicht richtig, denn da darf das A auch zum Beispiel negativ sein und das B gleich 0 und dann hat man trotzdem eine Nullstelle. Ne? Einverstanden? Also A mal B wäre zu schön, denn A mal B ist eine glatte Funktion. Wir werden gleich sehen, die Beispiele, die wir haben, irgendwo muss man ja doch irgendwie was bezahlen. Und das Bezahlen kommt daraus, dass wir ein bisschen eine Glattheit verlieren. Ich gebe jetzt mal zwei Beispiele an. Das eine ist die sogenannte Fischer-Burmeister-Funktion, FB. Die ist definiert als A plus B minus Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat. Und wir werden uns dann ein bisschen genauer anschauen, eine Funktion, die sogar noch ein bisschen einfacher definiert ist. Das ist die sogenannte Minimumsfunktion. Das heißt, wir nehmen einfach das Minimum aus A und B. Ich glaube, da kann man sofort die Eigenschaften überprüfen hier. Ja, was sieht man jetzt an diesen beiden Funktionen? Diese beiden Funktionen sind zwar stetige Funktionen, aber sie leiden ein bisschen, was ihre Differenzierbarkeitseigenschaften betrifft. Die ist anscheinend nicht differenzierbar an der Stelle 0, ab gleich 0, 0. Und die ist nicht differenzierbar auf der winkelhalbierenden, also da, wo a gleich b ist. Das sind stetige Funktionen, Lipschitz-stetige Funktion, das ist eine Lipschitz-stetige Funktion. Also es fehlt ein bisschen was an der Differenzierbarkeit. Halten wir das mal fest. Jetzt können wir erstmal, der Satz ist weitreichend, aber jetzt eigentlich vollkommen trivial. Folgendes beweisen oder einfach nur notieren, da ist nicht mehr viel zu beweisen. Sei phi eine Komplementaritätsfunktion. Also wir haben ja, wir wissen, es gibt mindestens zwei. Dann ist nehmen wir mal dieses Problem, nennen wir das mal KP, Komplementaritätsproblem oder so ähnlich. Dann ist KP äquivalent mit Phi von x gleich 0, also mit einem nichtlinearen Gleichungssystem, wobei das Phi von Rn nach Rn definiert ist komponentenweise dadurch, dass wir in die Komplementaritätsfunktion, die wir festgewählt haben, die Variablen xi und fi von x einsetzen. Das heißt also, wir haben das Komplementaritätsproblem auf ein Gleichungssystem zurückgeführt, unter Inkaufnahme einer gewissen Nichtlinearität, aber wie gesagt, wenn das Problem eh schon nichtlinear ist, haben wir da nichts verloren, das wird in unserem Fall jetzt nicht so. Was ein gewisses Problem darstellt, ist die fehlende allgemeine Differenzierbarkeit von, scheinbar darstellt, ist die fehlende allgemeine Differenzierbarkeit von dem Phi. Die Äquivalenz, das ist einfach die Definition der Komplementaritätsfunktion, denn Phi von x gleich 0 heißt eben, Groß Phi von x gleich 0 heißt eben Phi von xi, fi von x gleich 0 und das wiederum ist äquivalent, damit einfach nach Definition mit xi größer gleich 0, fi von x größer gleich 0 und xi fi von x
mal fi von x gleich 0. Also da ist nichts zu beweisen, ist einfach alles in die Definition gesteckt. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Gleichungssystem, nichtlineares Gleichungssystem können wir doch. Was würden Sie hier für ein Verfahren machen? Schlagen Sie mir mal was vor. Warum sagen Sie nicht Newton-Verfahren, ja? Bitte? Ja, okay, ja, man könnte natürlich sagen, das könnte man natürlich machen, man könnte sagen, naja gut, jetzt muss man irgendwie das modifizieren, man muss vielleicht diesen Knick, den man ja in der Minimumsfunktion hatte, den muss man vielleicht ein kleines bisschen ausklätten oder sowas machen, das könnte man machen, ja. Man kann natürlich auch sagen, was kümmert mich das, dass es nicht differenzierbar ist, ich differenziere es halt einfach. Oder anders gesagt, ich verallgemeinere den Differenziationsbegriff. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte in der Optimierung, die ich jetzt sozusagen einfach mal unter den Tisch kehre. Man kann erstmal angefangen von konvexen Funktionen und funktionalen, kann man sozusagen den ganzen Differenziationskalkül da erweitern. Es gibt solche Begriffe wie Subgradienten, ich weiß nicht, ob Sie die Ihnen schon mal über den Weg gelaufen sind. Und in diese Richtung geht das auch. Ich will das jetzt gar nicht technisch ausbreiten. Und der Punkt ist der, wenn man jetzt den Differenziationsbegriff angemessen erweitert und dann einfach in dieser Erweiterung ein Newton-Verfahren macht, dann kann man zeigen, dieses Newton-Verfahren, und das ist eben das, was man das halbglatte, das Semismooth-Newton-Verfahren nennt, dass dieses Newton-Verfahren weiterhin diese Kerneigenschaft hat, nämlich lokal quadratisch konvergent zu sein. Oder mit anderen Worten, wenn ich das Newton-Verfahren richtig mache, merke ich diesen Glattheitsabfall gar nicht. Wir wollen jetzt mal, das muss ich jetzt so ein bisschen im Wagen lassen. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte es jetzt mal formal machen. Und zwar möchte ich mir anschauen, wir haben jetzt mal zwei Beispiele. Und es stellt sich heraus, dass dieses zweite Beispiel, die Minimumsfunktion, wesentlich attraktiver ist. Das heißt, ich schränke mich jetzt mal ein auf die Minimumsfunktion und ich mache mal dafür, sagen wir ruhig formal, Newton-Verfahren. Und wir wollen uns mal anschauen, wie dieses Newton-Verfahren konkret aussieht. Weil die Minimumsfunktion so einfach ist, können wir hier alles explizit ausrechnen. Das heißt also, der Basisschritt, um den wir uns kümmern müssen, der Basisschritt im Newton-Verfahren ist ja eben, man stelle die Jacobi-Matrix auf an der alten iterierten, löse ein Gleichungssystem für das Inkrement, was wir mal d nennen, mit dem negativen Residuum als rechter Seite. Und dann bekommen wir die neue iterierte als xk plus dk. Und alles das, was wir so ein bisschen überlegt haben, wie man das Newton-Verfahren weiterentwickeln kann, kann man auch ein Stück weit auf der Ebene des halbglatten Newton-Verfahrens machen. Das heißt, man kann auch Dämpfung machen, um das Verfahren zu globalisieren. Also den Einzugsbereich der Konvergenz zu erhöhen. Man kann auch, das geht in die Richtung, wie Sie es vorgeschlagen haben, man kann auch inexaktes Newton-Verfahren machen, das heißt also, man kann diese Gleichungssysteme, die entstehen, nicht exakt lösen, sondern nicht direkt exakt lösen, sondern in einer inneren Schleife iterative Löser anwenden. Und hat dann diese Anpassungsregeln zwischen den beiden Iterationen, so wie wir es gesehen haben. Also es überträgt sich zum großen Teil, überträgt sich diese bekannte Theorie in diesen Rahmen hier hinein. Aber das ist alles sehr aktuelle Dinge, die vielleicht in den letzten 10 Jahren maximal geschehen sind. Mir geht es jetzt darum, einfach mal jetzt ganz, das ist sozusagen diese theoretischen
Dinge, die wir nicht im Detail, also da müsste ich jetzt anfangen, entsprechende Differenziationsbegriffe zu definieren und dann wirklich zu schauen, sind die jetzt ausreichend, um im Newton-Verfahren da was zeigen zu können. Das würde auch die Zeit jetzt nicht mehr hergeben. Wir machen das also mal formal und versuchen das hier mal auszurechnen. Wir haben hier eine ganz spezielle Struktur unseres Phis. Wenn man sich das anschaut, wir haben eine Komponente, das ist das, kann man Diagonalstruktur nennen. Da hängt eben die ite Komponente nur von dem xi ab. Das heißt, in der Linearisierung bekommen wir hier einen diagonalen Anteil. Und dann bekommen wir hier noch einen Anteil in der Diagonalisierung, der eben dann voll wird. Schreiben wir das mal hin. Und jetzt mal für den Fall, dass es sich eben differenzieren lässt, oder schreiben wir es formal hin, also sagen wir einfach mal dort, wo phi differenzierbar. Dann schauen wir uns mal die partiellen Ableitungen nach xj von dem phi i an. Das heißt also, wir schauen uns mal den ij-Eintrag der Jacobi-Matrix an und sehen, das, was bekommen wir? Ja, jetzt Kettenregel, wir müssen erst nach A ableiten. Und dann das xi nach xj, das heißt also, wir bekommen, wie schon prognostiziert, hier diesen Diagonalanteil in der Matrix. Und dann bekommen wir als zweiten Anteil einen vollen Anteil. Das ist jetzt ganz allgemein, das gilt jetzt nicht nur für die Minimumsfunktion, sondern für eine beliebige Komplementaritätsfunktion bekommen wir eben hier durch Nachdifferenzieren die Jacobi-Matrix. Wieso xi? Das glaube ich nicht. Die Jacobi-Matrix von F rein. In unserem affin linearen Fall ist das sozusagen einfach nur unsere Matrix. Das heißt also, wie sieht die Jacobi-Matrix aus? Die hat also einen Diagonalanteil, nennen wir das mal AI, indem wir diese Werte hier mal mit AI abkürzen. Ach komm. In der Schule muss man das Handy dann abgeben. Ich Gott sei Dank nicht. Du, ich habe gerade Vorlesung. Hallo? Tschüss. Okay. Also wie weit waren wir jetzt? Wir haben hier diese Diagonalmatrix. Das ist also das hier. Und hier haben wir also nochmal die Diagonalmatrix mit dem BIs multipliziert mit der im Allgemeinen vollen Jacobi-Matrix von dem F. So, und jetzt, gilt allgemein erstmal. Und jetzt in unserem speziellen Fall, haben wir ja folgende Situation, Minimum von A und B ist ja natürlich A, wenn A kleiner B ist und B, wenn a größer b ist, ich vermeide jetzt mal tunlichst die Stelle a gleich b, weil ich da nicht so recht weiß, was ich als Ableitung hinschreiben sollte. Und das heißt also, was heißt das jetzt für unsere partiellen Ableitungen? Das ist denkbar einfach, die partielle Ableitung nach a ist also entweder 1 beziehungsweise nach b ist 0 im ersten Fall und respektive und andersrum im zweiten Fall. Das heißt also, jetzt kürzen wir diese Matrix mal mit M ab, die unser Gleichungssystem ausmacht. Und wir nennen mal die rechte Seite, die negative rechte Seite Q, dass ich nicht so viel Indizes jetzt zu schreiben habe. Das K spielt jetzt keine große Rolle. Wir sind jetzt in einem Iterationsschritt des Newtons-Verfahrens.
Und jetzt kommt eine Definition, die bewusst die alte Bezeichnung aufgreift. Wir definieren eine Menge I, also I wie inaktiv, als die Indizes, die für die Folgendes gilt: xik kleiner mxk plus q i. Also das ist ein bisschen jetzt komplizierter als im sozusagen ursprünglichen aktive Mengenverfahren. Da werden anscheinend jetzt diese Sachen ein bisschen sozusagen vermischt miteinander. Einerseits die Ungleichungsbedingung. Die Ungleichungsbedingung würde ja sein, dieser Ausdruck, der hier rechts steht, ist größer gleich 0 und die Vorzeichenbedingung. Okay, und dann als aktive Menge dementsprechend das Komplement davon, wo also Gleichheit gilt. Ja. Und jetzt mit dieser Notation gilt also Folgendes. Die AIK, also K erinnert jetzt nochmal an den Index, die AI sind die AIs von hier. Die AIK sind also gleich 1 für die inaktiven Is und 0 für die aktiven und dementsprechend gleiche für die BIKs, 0, 1. Und jetzt muss ich mein Gleichungssystem hinschreiben und das vereinfacht sich also jetzt noch ein bisschen. Wenn ich jetzt also so eine Blockstrukturierung vornehme, gemäß dieser Unterteilung in diese beiden Indexmengen, und mir jetzt nochmal anschaue, wie das hier aussieht, heißt das doch, wenn ich sozusagen mit den Is anfange, bekomme ich hier lauter Einsen. Das heißt, ich bekomme hier eine Einheitsmatrix. Hier habe ich aber Nullen, das heißt, den Anteil gibt es hier gar nicht. Hier unten habe ich jetzt, unten kann ich erstmal von der Struktur her nicht so viel sagen. Da nehme ich also einfach jetzt diese volle Matrix M her und habe dann entsprechend diese Unterteilung AK, IK. AK. Also ich hoffe, also stellt sich eine Umordnung der Indizes vor, was nicht unbedingt nötig ist. Gemäß dieser Unterteilung haben wir dann diese Blockpartitionierung. Dann haben wir die entsprechende Blockpartitionierung für das D, was wir ausrechnen wollen. Und dementsprechend für die rechte Seite. Wobei die rechte Seite, müssen wir nochmal in das Phi hineinschauen, die rechte Seite für das IK, da reduziert sich das einfach auf den Vektor XK. Warum? Weil wir dann eben genau wegen der Minimumsbildung in der Situation sind, wo von diesen beiden Alternativen die x-Alternative gewählt wird. Und hier haben wir dann allgemein minus m xk plus q und von dieser rechten Seite dann, jetzt habe ich das falsch, das ist nicht, das ist ik, und von dieser Seite dann, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu oft die Indexmengen vertausche. Das Gleichungssystem hat sich also jetzt deutlich vereinfacht. Zu Deutsch, wir haben erstmal, das ist überhaupt mal ein großer algorithmischer Vorteil. Es reduziert sich in der Dimension, denn diese obere Hälfte, die nicht unbedingt klein sein muss, die fällt ja raus, die können wir direkt eliminieren. Wir haben nur noch die untere Hälfte, aktive Variablen, das sieht schon wieder ein bisschen in die Richtung aus, die wir hatten. Und wenn man das jetzt noch entsprechend einsetzt und umformt, bekommt man folgende
äquivalente Gestalt. Es kann sein, dass ich jetzt das ab und zu mal I und A verwechsel. Ich hoffe, dass es mir nicht allzu oft passiert. Also, wie vereinfacht sich das jetzt? Das D-Inkrement der inaktiven Menge ist einfach minus x von inaktiven Indizes. Und ansonsten haben wir hier nur noch, da muss man vielleicht mal hinschauen genauer und sich das hinschreiben, das also wenn man das jetzt hier ausmultipliziert und das zu definierte D einsetzt, fällt sogar noch hier ein Summand vollständig raus. Das heißt, das reduziert sich jetzt einfach auf ein Gleichungssystem in den aktiven Variablen. Ich nenne das jetzt mal D-Schlange, also weil ich das D noch gleich anders benutzen möchte, den aktiven Variablen. Und die rechte Seite ist, das ist jetzt Unsinn. Da hat sich jetzt was rausgehoben und insbesondere mit der rechten Seite rausgehoben. Das reduziert sich dann so, die rechte Seite ist dann nur noch der Q-Anteil. Und der Zusammenhang ist jetzt der das ist jetzt ganz elementar, aber muss man vielleicht mal auf ein Blatt Papier schreiben, der Zusammenhang zwischen dem D und D-Schlange ist jetzt der, dass das D ist gleich dem D-Schlange minus dem X, dem alten X. Das heißt also, wenn man sich jetzt die neue Variable xk plus 1 anschaut, wie sieht die aus? Die ist also die alte plus Inkrement. Ja, was passiert? Das Inkrement im ersten Fall, im inaktiven Fall, ist gerade die negative alte Variable. Das heißt also, hier haben wir Nullen. Das sind sozusagen die Lagrange-Multiplikatoren im inaktiven Fall. Und hier haben wir dann dieses D-Schlange. Das heißt also, das Ganze hat sich reduziert auf dieses Gleichungssystem verringerter Dimension, nur in den aktiven Variablen. Und dann haben wir ein Update im Multiplikator gemäß der Lösung dieses Gleichungssystems. Das heißt, die Struktur ist letztendlich genau die Struktur eines aktiven Mengenverfahrens. Wenn wir in der Iterierten sind, setzen wir hier die aktiven Mengen. Diese Definition der aktiven Menge setzt die Gleichungssysteme fest, die wir zu lösen haben. Und die Gleichungssysteme definieren, das ist jetzt hier ausschließlich im Multiplikator formuliert, definieren den Update des Multiplikators. Das definiert die neue aktive Menge und so weiter. Der große Unterschied zu der Situation, die wir vorhin hatten, ist, diese Veränderungen, die hier stattfinden können in der aktiven Menge, die sie nicht auf ein Element hinzunehmen oder wegnehmen beschränkt. Und gerade wenn man natürlich hochdimensionale Probleme hat, kann man sich vorstellen, dass diese Strategie
ich nehme in jedem Schritt nur einen Punkt dazu oder weg, das kann sehr, sehr langwierig sein. Und insofern ist das letztendlich das effizientere Verfahren, was aber letztlich auch hier so eine aktive Mengenstrategie-Idee umsetzt, obwohl man von einer ganz anderen Seite gekommen ist. Und die Effizienz drückt sich halt dann in dieser Aussage der lokalen quadratischen Konvergenz des Newton-Verfahrens aus. Okay, das sind also jetzt, es gibt auch noch andere Verfahren, es gibt viele andere Verfahren noch, wie man Komplementaritätsprobleme lösen kann. Mir scheint das aber also im Moment vielleicht das attraktivste Verfahren zu sein. Wie es dann jetzt weitergehen könnte, hatte ich letztes Mal ja schon angedeutet. Jetzt könnte man wenn man jetzt sagt, okay, das können wir können jetzt quadratische Probleme auch mit linearen Gleichungs- und Ungleichungseinschränkungen, dann könnte man weitergehen zu allgemeinen Optimierungsproblemen. Das heißt also, wir haben jetzt ein allgemeines Funktional zu minimieren und wir haben, sagen wir mal, allgemeine, das ist h, ist jetzt eine vektorwertige Funktion, jetzt kann ich das auch mit gleich 0 machen, allgemeine Gleichungseinschränkungen und sagen wir mal allgemeine Ungleichungseinschränkungen. Wenn ich jetzt eine Linearisierung mache in einer iterierten XQ, in der ich bin, das heißt, ich ersetze das Problem, sagen wir mal, durch ein Problem, na, das ist jetzt schlechte Notation, durch ein Problem, was jetzt vielleicht so aussieht. Ich habe hier Laplace-Quadrat mag ich an der Stelle überhaupt nicht für die Hesse-Matrix. Laplace-Quadrat ist was ganz anderes, wenn überhaupt. Also das soll die Hesse-Matrix hier bezeichnen. Also ich linear, jetzt muss man es wahrscheinlich anders schreiben. Ja, ne, lassen wir es mal so. Plus Gradient f von x k. Machen wir es doch gleich anders. Dann machen wir jetzt hier x minus xk. X minus xk. Muss man die Konstante dann nicht dazu schreiben. X minus xk. Das wäre sozusagen die Linearisierung bis zum Term zweiter Ordnung plus f von xk, aber das spielt bei der Minimierung ja keine Rolle. Und sozusagen alle höheren Terme habe ich vergessen. Und das ist also die Linearisierung im Zielfunktional. Und hier unten mache ich was Analoges. Da habe ich ahxk plus Gradient oder plus Jacobi-Matrix h mal x minus xk gleich 0. Und dementsprechend mache ich das hier auch so. Heißt natürlich, dass ich all diese Größen auch wirklich auswerten kann. So, jetzt bin ich hier wieder in der quadratischen Welt angelangt. Das kann ich lösen. Und wenn ich es noch ein bisschen umschreibe, sehen wir wirklich, dass das gibt halt konstante Anteile, das ist unsere Matrix, das ist der Vektor, das ist die Matrix von den Gleichungseinschränkungen, das ist die Matrix von den Ungleichungseinschränkungen. Das können wir lösen, zum Beispiel auf die besprochene Art. Und dann im allereinfachsten Fall würde man halt dann sagen, das liefert dann xk plus 1 oder wenn man das jetzt nicht in dieser Variable schreibt, sondern in der Inkrementvariable könnte man sich auch noch gedämpfte Geschichten vorstellen und das Ganze heißt dann, diese ganze Klasse von Verfahren, die man dann erhält, sind die sogenannten SQP-Verfahren. Das steht also für Sequential, Quadratic Programming. Das sind vielleicht, oder es gibt auch noch natürlich andere Varianten, aber das sind noch bis eher klassisch, aber sagen wir mal
Arbeitspferde, um allgemeine Optimierungsprobleme zu lösen. Okay, ja, mehr weiß ich jetzt nicht darüber. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt und sich zur Vorbereitung auf die Klausur. Wir werden also nochmal das alte Skript entsprechend updaten. Also es wird diesen Abschnitt wird es geben. Die vorherigen Abschnitte wird es in einer Art Rohform geben, wo wir Ihnen aber noch ein Fremdskript alternativ empfehlen und diese, für diese Optimalitätsbedingungen, da würde ich gerne auf das Seminar Algebra Bootjahr verweisen.